Bei uns daheim ist es so gewesen, dass wir einen Facke gehabt haben. Okay. Schwein. Und das ist im Herbst nach allem geschlachtet worden. Und mein Vater hat noch Speck gemacht. Der Speck, also guten Speck, damit man kann ihn selben dann auch länger behalten. Ja, und ja, deshalb ja. hat man auch im Winter gegessen. Das ist gut. Aber bei mir daheim haben wir allein Hennen gehabt und in Hosen und eben im Facke, siehst du nicht. Aber bei uns ist mehr gewesen. Wir haben Kühe, aber leider einen kleinen Bauer. Ja, ja. 5, 6 Kühe, dann hat man Schweine gehabt, Focken und Hennen. Und da manchmal hat man Gas gehabt, auch für die Gasmilch zu trinken. Die Gas? Die Gas? Gas. Goats. Goats, ja, Goats. Gas. Weil Kinder manchmal eben die Kuhmilch nicht haben gekannt trinken, da hat man eben mehr Gasmilch gehabt. Ja. Und wir haben auch nachher die Milch mit der Maschine. Angetrieben hat man es ja geheißen. Angetrieben, separat. Separated. Ram und Milch. Und Magermilch. Und da hat man den Kass. Also das haben wir keinen eigenen Kass gemacht. Den Kass hat man gemacht, ja. Grey Cheese, Graukass. Graukass hat man den. Graukass. Ja. Und Butter hat man selber gemacht. Ja. Und, ja. Aber bei dir daheim sind ja viele Kinder gewesen. Das sind 10 Kinder gewesen. Ja, wir sind 10 Kinder und wir haben zu meiner Kinderzeit haben wir auch einen Warz gehabt, einen Warzen, Warzen Rücken, ja. Alles selber kleine Acker, kleine Felder gehabt mit einem Hofer und Gerste, alles eigen selber auf dem Feld angebaut. Mhm. Ja. Und dann hat man es geschnitten und gedroschen und gemahlen. Okay. Als Selbstversorger eigentlich. Das, das war selber mahlen? Ja. Ja, ja. Wir haben eine Miele gehabt. Ja, sowieso. Miele. Das ist super. Da ist so ein Bach gewesen und da ist die Miele gestanden. Und da hat man noch mit den großen Steinen, die haben sich gedrängt und hat man selber gemahlen. Das Mehl. Ne? So haben deine Eltern. Hat dein Vater eine andere Arbeit noch gehabt, besides Kollar vom Bauernhof? Ja, das ist seine Arbeit. Das ist sein. Mein Vater ist Schuster gewesen. Schuster? Schuster, ja. Und hat von selben gelebt. Okay. Wir haben von dem Arbeit gelebt. Und Schuster mit der Zeit ist bald die neuen Schuhe gekommen sein, die was irgendwo gemacht worden sein. Dann hat er angefangen als Maurer zu arbeiten. Ist gegangen, Häuser aufstellen und so. Und das hat er bis zuletzt. Aber die Schuhe für uns hat er bis zu seinem Tode alle noch repariert. Ja. Und das dem sie auch noch. Ein paar neue hat er auch noch gemacht, aber nicht für uns, sondern für Leute, die wasen eben bei der Musikkapelle sein oder die Schützen oder so. Oder wenn sie besondere schiene Schuhe gebraucht haben, dann hat er sie gemacht. Aber so für die alltäglichen Gebrauch haben wir natürlich die Schuhe gekauft. Aber repariert hat das alles. Und ich selber kann auch noch ein bisschen reparieren. Ah. Meine Schuhe tun wir eigentlich selber noch reparieren. Das hat er mal gelernt. Ja. Oder halt das habe ich zugeschaut. Ein bisschen, ja. Und das verlierst du nicht. Nein, das verliert er nicht. Nein. Ja, das tut mein Onkel noch. Also, Schuster. Ja. Martha, wenn du hinterdenkst, ist es ein hartes Leben gewesen, wie in der Aufwachsen gewesen? Ja, ist ein hartes Leben, weil wir haben alles mit der Hand, Hai haben wir müssen nicht so rechnen mit der Hand. Dann hat man nicht Maschinen gehabt, mit der Sense haben sie gemeint, das groß gemacht. In Sommer nicht. Und auch den Mist hat man müssen, so mit der Saalwinde haben wir es aufs Feld oder gemacht. Auch mit dem Ross noch, mit dem Ross. Mit dem Ross. Also, ja, ist schon hart gewesen. Und viel Arbeit. Und du sagst, du hast 9 Geschwister? Ja. Mhm. Oh. Wir sind 10. Und du bist das Älteste? Oder? Nein, das 8. Das 8. Tun wir auch. Das ist eine große Familie. Das ist nur